Ich freue mich über das zahlreiche Interesse an diesem Webinar und an der Vorstellung von unserem neuen Methodenwerkzeug Plato Besondere Merkmale oder Special Characteristics. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Andreas Wilhelm. Ich bin Berater bei der Plato AG seit circa 2,5 Jahren und habe mich davor auch schon über 11 Jahre mit dem Thema FMEA beschäftigt und da natürlich dann auch zwangsläufig mit dem Thema Besondere Merkmale. Deswegen bin ich umso ja, froher, dass ich oder dass wir jetzt hier in den letzten 2 Jahren dieses Methodenwerkzeug auf die Beine gestellt haben, mit dem wir diesem leidigen Thema besondere Merkmale endlich auch ein gutes, vernünftiges Werkzeug gegenüberstellen wollen. Warum brauchen wir denn ein neues Methodenwerkzeug? Ich habe hier mal ja, so ein paar Symbole und Kennzeichnungen von besonderen Merkmalen einfliegen lassen. Und das zeigt auch schon, dass hier bei dem Thema besondere Merkmale ja, eine große Vielfalt herrscht. Jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Ja, einige Symbole dürften auch Ihnen bekannt sein. Und alles in allem kann man sagen, wenn man so auf den Markt und die Entwicklung schaut, es herrscht nach wie vor einfach sehr viel Verwirrung um das Thema besondere Merkmale. Die gängigen Normen, die uns vorliegen und mit denen wir uns beschäftigen oder die uns auch vorgeben, wie wir zu arbeiten sollen, ja, verlangen in aller Regel eine systematische Ableitung von besonderen Merkmalen, zum Beispiel durch die FMEA, aber na, geht's hier nicht weiter. Aber keine von ihnen sagt, wie genau man das tun soll. Ja, das ist so die Situation und deswegen hat jedes Unternehmen, mit dem ich zumindest zu tun hatte in den letzten Jahren, sich sein eigenes Verfahren mehr oder weniger professionell und mehr oder weniger durchgängig entwickelt mit unterschiedlichsten Werkzeugen. Und ja, das führt natürlich dazu, dass ich immer das Risiko von Inkonsistenzen habe. Und so eine Inkonsistenz führt dann natürlich zu ja, unheimlich mühsamen Diskussionen und damit auch zu einer Menge verschwendeter Zeit. Und genau das ist eine sehr unbefriedigende Situation. Als Verantwortlicher kann man sich eigentlich nie in Sicherheit wiegen, seine Arbeit wirklich richtig gut gemacht zu haben, weil es immer das Risiko gibt, hier irgendwelche Fehler zu haben. Es gab vor einigen Jahren eine Veröffentlichung vom VDA. Das ist jetzt schon die zweite Auflage, die ich hier zeige. Das nennt sich Prozessbeschreibung besondere Merkmale. Da hat sich also ein Gremium zusammengesetzt und eine wirklich schöne, brauchbare Beschreibung gemacht, wie Prozess oder besondere Merkmale identifiziert, klassifiziert und dokumentiert werden können oder auch sollen. Und diese Prozessbeschreibung, die haben wir uns vorgenommen und haben gesagt, dieses Vorgehen, das finden wir interessant, das können wir doch in unserer Software abbilden. Was sagt diese Prozessbeschreibung? Im Detail, wenn ich hier ja, Produktlebenszyklus mal ganz grob darstelle, von der Idee bis zum Produkt, dann unterteilt er sich in den Bereich der Produktentwicklung und in den Bereich der Prozessentwicklung. Und diese Prozessbeschreibung sagt jetzt, dass ich während dieser Entwicklungsphasen verschiedene Filterstufen habe. Angefangen mit dem Konzeptfilter in der Produktentwicklung, wo ich quasi über das Konzept schon sagen kann, ich schließe manche Risiken aus und habe ein robustes Konzept oder ähnliches. Geht es dann weiter in den Konstruktionsfilter, wo wirklich im Design gearbeitet wird. Und wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, die Produktentwicklung, geht es über in die Prozessentwicklung, wo ich dann auch nochmal sagen kann, ich habe einen Produktionsplanungsfilter, habe also ein robustes Produktionskonzept, welches ich auswähle. Oder einen Produktionsprozessfilter, wo also der Prozess selbst wirklich so robust ist, dass ich sagen kann, ich filtere Merkmale aus. Und wie funktioniert so ein einzelner Filter? Das ist jetzt mal exemplarisch für alle 4 Filter hier auf der linken Seite dargestellt. Ich komme also mit einem Input rein. Das ist also in Merkmalen jetzt gesprochen, was ja unser Thema ist. Die große Menge an potenziellen besonderen Merkmalen, Merkmale, die mit sicherheitsrelevanten Funktionen verbunden sind, mit besonders wichtigen Funktionen. Das kommt also von oben in den Filter rein und ich stelle mir die Frage, ist mein Konzept, meine Konstruktion, mein Produktionskonzept oder mein
Produktionsprozess abgesichert? Habe ich ein robustes Konzept, Konstruktion, Produktionskonzept und so weiter? Und wenn ich die Antwort mit Ja beantworten kann, dann kann ich Merkmale ausfiltern. Also diese potenziellen eingehenden besonderen Merkmale brauchen keine besonderen Merkmale zu sein, weil ich ja entsprechend die Robustheit hier belegt habe. Wenn die Antwort Nein lautet, dann kommt eine zweite Frage in dem Filter, die heißt, ist eine Änderung von Konzept, Konstruktion, Produktionskonzept oder Prozess möglich? Und wenn die Frage Ja heißt, dann heißt es wieder zurück auf los, dann ändere das und fang wieder vorne an. Ja. Wenn die Antwort hier Nein heißt, dann geht es weiter in die nächste Filterstufe. Und ich kann mir die Frage also Stufe für Stufe wiederstellen, bis dann als Ergebnis am Ende besondere Merkmale, die gefilterten besonderen Merkmale als Output herauskommen. Das ist der Prozess, grob wie er in dem VDA-Band beschrieben ist. Und wir haben das jetzt im Grunde in Plato 1 abgebildet. Warum oder wie können wir das tun? Ich möchte jetzt erstmal einen Blick auf den Status quo in Plato 1 legen. Plato 1 lebt ja davon im Grunde, dass alle Daten, die den Risikomanagementprozess in der Entwicklung betreffen, in einer Datenbank liegen können. Das heißt, wenn ich anfange mit einer Anforderungsanalyse, dann mache ich das in 1 Methods Anforderungen, ja, und die Daten stellen schon eine Basis dar für meine DFMEA, für meine Design-FMEA, die ich dann in 1 Methods auch durchführe, mit Architekt unter Zuhilfenahme von Architekt und so weiter. Und die Daten nutze ich dann, um darauf aufbauend auch meine Prozess-FMEA aufzubauen. In all diesen Schritten werden Daten erzeugt, unter anderem auch Merkmale, und die fließen dann zusammen mit den Informationen aus der Prozess-FMEA, zum Beispiel hier in den Kontrollplan ein. Das ist alles vernetzt und durchgängig und redundanzfrei, und das ist eine große Stärke, wie ich persönlich finde, von dem Plato 1 Datenmodell. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und das, was ich Ihnen heute vorstelle, uns mal anschauen, dann haben wir jetzt zusätzliche Methodenformblätter geschaffen, die diese Filterung abbilden, und zwar 2 Stück. Eines nennt sich 1 Methods Design BM oder Design SC für Special Characteristics, und das andere nennt sich Prozess BM. Und die Idee ist jetzt die, dass wir hier diese 4 Filter abbilden, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe. Also Konstruktionsfilter, Konzeptfilter, Konstruktionsfilter in dem Formblatt Design BM und Produktionsplanungsfilter und Produktionsprozessfilter in dem Formblatt Prozess BM. Und jetzt gehen wir hin und schleusen die Merkmale, die hier in den einzelnen Methoden anfallen, also die externen Merkmale, externe besondere Merkmale, die von Kundenseite im Bereich der Anforderungsanalyse schon in unseren Prozess einfließen, dann aus der Design-FMEA die Produktmerkmale und aus der Prozess-FMEA die Prozessmerkmale, die schleusen wir jetzt hier an der richtigen Stelle in unsere Formblätter ein. Das heißt, wir gehen hier mit den das Produkt betreffenden Merkmale in das Design-BM-Formblatt und können jetzt hier quasi die Filterentscheidungen entsprechend treffen und dokumentieren. Und die nicht gefilterten Merkmale, die werden dann weitergereicht an das Prozess-BM-Formblatt, wo dann noch die Prozessmerkmale dazukommen und dann den Produktionsplanungs- und Produktionsprozessfilter durchlaufen. Ja, und das Ergebnis ist dann eben unten das Kondensat sozusagen, besondere Merkmale, die dann direkt in den Kontrollplan eingehen können, plus natürlich auch die gefilterten Merkmale, also die nicht besonderen Merkmale, die entsprechend auch in den Kontrollplan eingehen können. Das ist also die Idee von den neuen Methodenformblättern, die wir hier geschaffen haben. Und ich werde es Ihnen jetzt auch gleich im Tool zeigen, aber davor noch eine kurze Übersicht, wie das jetzt also im Tool aussieht. Wir haben also nicht 2, wir haben sogar 3 neue Methodenformblätter in 1 Methods. Wir haben einmal dieses Formblatt Design BM. Das dient der Filterung von Produktmerkmalen in der Entwicklungsphase, wie ich es gerade eben gezeigt habe in dem
in dem Schema. Dann haben wir das Formblatt Prozess-BM. Das dient der Filterung von Produktmerkmalen und Prozessmerkmalen während der Prozessentwicklung. Und die Ergebnisse von diesen beiden Filterungen, die kann man dann in dem Formblatt Entscheidungsdokumentation nachlesen. Dort gibt es eine Zusammenfassung aller Filterentscheidungen inklusive einer Historie. Was damit gemeint ist, ist nachher, denke ich, besser zu sehen. Das ist ein reines, ein Nur-Lesen-Formblatt. Das heißt, da kann man nicht editieren. Die Entscheidungen sind ja getroffen. Das ist also rein zur Dokumentation gedacht. Genau. Und wie sieht es jetzt konkret aus? Ich habe hier mal einen Screenshot von dem Design-BM-Formblatt. Wo ich immer einen aktuellen Zustand habe und einen Entscheidungszustand. Und ich habe hier meine Produktfunktionen als Basis, als Ausgangsbasis und kann dieser Produktfunktion jetzt Merkmale zuordnen. Diese Merkmale bringen vielleicht schon eine aktuelle Klasse mit oder nicht. Ja. Und dann kann ich hier in dem rechten Bereich jetzt eine Entscheidung treffen. Ich kann die Entscheidung treffen, ist es eine externe Klassifikation? Ich kann die Entscheidung treffen, greift mein Konzeptfilter greift mein Designfilter? Oder ich kann die Entscheidung treffen, kein Filter greift, ich setze eine Klassifikation, wie man es jetzt hier in der dritten Zeile sehen kann. Und sobald ich dann hier das Ganze bestätige, auf Apply drücke oder auf Übernehmen drücke, dann wird genau diese Entscheidung, und das ist ganz wichtig, mit dem Kommentar, der hier eingegeben wird, in die Historie geschrieben und ist damit unlöschbar sozusagen in der Datenbank verankert. Diese die Merkmale, die ich also hier filtere, die kann ich dann, zum Beispiel jetzt hier diese beiden Produktmerkmale, die kann ich dann im Prozess BM-Formblatt wieder einpflegen. Hier ist jetzt der Prozess, der basiert natürlich auf den Prozessschritten. Und diese beiden Produktmerkmale, die werden jetzt also auch hier mit eingelesen, mit ihrer aktuellen Klassifikation und allem. Und können also auch hier jetzt auch wieder einer Entscheidung unterzogen werden. Wir haben auch hier uns entschieden, eine externe Klassifikationsmöglichkeit zu vergeben. Es gibt auch durchaus Anwender, die kein Design haben, sondern nur den Prozess, aber dort auch mit externen Klassen konfrontiert sind. Also kann ich also das hier auch nochmal dokumentieren. Ich kann sagen, habe ich einen Produktionsplanungsfilter oder einen Produktionsprozessfilter. Ich kann eine Begründung hinterlegen. Ich kann diese Entscheidung übernehmen. Und die Historie wird fortgeschrieben. Also da gibt es zu jedem Merkmal, welches hier behandelt wird, eine Historie. In dem Prozess-BM-Formblatt kommen dann noch die Prozessparameter dazu, die ich auswähle. Das machen wir über unseren Prozesskonfigurator. Also genauso wie ein Prozessflowchart oder ein Kontrollplan erstellt wird, werden hier quasi Produkt- und Prozessmerkmale dem Prozessschritt zugeordnet. Das Schöne ist also, wenn ich, wenn ich diese Filterung hier vorgenommen habe, dann habe ich meine Merkmale schon vorbereitet für den späteren Kontrollplan und muss dann nur noch die auch rein sollen, entsprechend auswählen. Diese Merkmale, jetzt hier Produkt- und Prozessmerkmale, sind jetzt also der Filterung, die durch die Filterung durchgelaufen. Und ich kann das Ganze jetzt im dritten Formblatt, in dem Entscheidungsdokumentationsformblatt sehen. Hier einmal für die Produkt- und auch für die Prozessmerkmale. Hier stehen sie jetzt untereinander. Also hier ist jetzt die Sortierung nach dem Merkmal. Und wir können dann sehen, das Merkmal, die Art des Merkmals, Produkt- oder Prozessmerkmal, welche Klasse vergeben wurde. Da sieht man auch, dass es mehrere Entscheidungen nacheinander gibt. Da gibt es also eine richtige Chronologie. Und jeweils mit den Begründungen und in welchem Schritt und so weiter. Genau, das wäre der grobe Überblick. Und jetzt würde ich Ihnen ganz gerne mal die Anwendung im Tool zeigen. Das heißt, ich lasse die Präsentation im Hintergrund jetzt einfach offen und wechsle mal rüber nach Plato 1. Und eingeloggt bin ich schon in einer meiner Datenbanken. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, in welchem Beispiel wir uns bewegen. Ich zeige das am besten in der Netzeansicht. Genau, ich habe hier also so ein kleines Beispielprojekt gebaut. Das nennt sich Aufzug. Ja, also so ein Personenaufzug, können Sie sich da vorstellen.
Und ich habe hier eine Struktur gebaut, deswegen habe ich jetzt die Netzansicht gewählt, damit Sie sich hier sehen können in der Strukturnetz. Ich habe also eine Struktur gebaut, die besteht aus einer Designstruktur. Das wäre das Aufzugssystem hier, bestehend aus Hydraulikzylinder, Aufzugskabine, Aufzugsschacht und so weiter. Also es ist explizit keine vollständige FMEA, definitiv nicht. Und ich habe eine Komponente weiter zerlegt, den Hydraulikzylinder. Auf die möchte ich jetzt auch ein Augenmerk legen. Bestehen das Kolbenstange, Kolben, Zylindergehäuse und so weiter. Und parallel dazu habe ich eine Prozess-FMEA aufgebaut, eine kleine Prozessstruktur, so ehrlich muss man sein, Herstellung des Aufzugssystems. Und ja, hier habe ich also die Herstellung des Hydraulikzylinders, Herstellung der Kabine, Herstellung der Schienen, Einbau in Gebäude und so weiter mir mal vorgestellt. Und ich sehe auch hier jetzt bei der Herstellung, habe ich ein bisschen weiter, bei der Herstellung des Hydraulikzylinders, Entschuldigung, habe ich ein bisschen weiter gedacht, habe noch den Operator mit dabei, also dass hier noch jemand was tut, das M-Element, um ein Ursachenelement für meine Prozess-FMR zu haben. Die beiden Strukturen, Aufzugssystem und Herstellung Aufzugssystem, stehen ja eigentlich unverknüpft hier unter dem Aufzug. Hier gibt es keine funktionelle Verbindung. Man kann das sehen, Aufzug hat weder Funktionen noch Fehler oder Ähnliches. Anders sieht es dann aus, wenn ich jetzt mal den Fokus auf die Designstruktur des Aufzugssystems wechsle, dann sehe ich, hier gibt es Funktionen, Personen vertikal befördern, hier gibt es ein Funktionsnetz und wir sehen auch hier Verknüpfungen dann mit über Hydraulikzylinder bis zur Kolbenstange. Und dann gibt es natürlich auch Fehlernetze, wo ich sehe, ein Ausfall des Aufzugssystems, ja, würde zum Beispiel durch eine Leckage des Hydraulikzylinders verursacht werden, was wiederum Ursachen dann hat, einerseits in den Merkmalen von den einzelnen Bauteilen oder im Prozess. Also hier gibt es dann eine Fehlerverknüpfung zwischen der Prozess- und der Design-FMEA, aber ansonsten keine funktionelle und auch keine Strukturverknüpfung. Die beiden Strukturen stehen für sich selbst und könnten auch in der Datenbank in unterschiedlichen Projekten stehen. Das spielt also gar keine Rolle. Das ist eher jetzt für mich zum Präsentieren, um es einfach zu haben und alles in einer Struktur zu haben. Wenn wir mal in so ein FMEA-Formblatt reinschauen, wo sind sie? Design-FMEA, dann habe ich hier die FMEA entwickelt auf dem Hydraulikzylinder. Also ich habe die Funktionen vom Aufzugssystem runtergebrochen und habe jetzt dem Hydraulikzylinder Funktionen zugewiesen. Hier die Knicksicherheit, Leckagedichtheit und Hubkraft erzeugen. Ich habe dann hier eine kleine FMEA jetzt mir ausgedacht. Ja, Knicksicherheit des Hydraulikzylinders ist nicht gewährleistet. Führt zu einem Absturz des Aufzuges. Das ist natürlich höchste Bedeutung. Ja, Ursache, Durchmesser der Kolbenstange zu klein oder falsche Materialeigenschaften der Kolbenstange. Und habe das hier auch analysiert und bewertet und ich sehe an der Stelle ist alles grün. Eine Leckage könnte ein Fehler des Hydraulikzylinders sein. Das führt dann zum Ausfall des Aufzugs. Nicht ganz so hohe Bedeutung, aber immer noch mit einer 8 gesegnet. Und hier ein paar Ursachen entsprechend auch. Und ich habe hier unten noch Hubkraft zu gering. Ja, dann bleibt er einfach stehen, weil Sicherheitsmechanismen greifen, das ist also nur eine Funktionseinschränkung und hat auch ein paar Ursachen. Das Ding ist natürlich nicht vollständig, es geht einfach nur mehr ums Prinzip. Wenn man mal genauer in die Daten reinschaut, dann habe ich hier meine Ursachenebene und will ich jetzt gerade mal anspringen im FMEA-Formblatt, um zu zeigen, wie das dann aussieht. Ich habe also hier meine Kolbenstange, die hat gewisse Merkmale, Merkmalsgruppen und hier tauchen jetzt auch Spezifikationen auf. Ja, das sind dann vielleicht besondere Merkmale, hier Material, Außendurchmesser, Oberflächenbehandlung und so weiter. Analyse läuft ganz normal ab. Ich habe meine Merkmale, ich sage, was könnte fehlerhaft sein an diesen Merkmalen, was könnte falsch dimensioniert definiert sein, wie auch immer, und verknüpfe diese Fehler hier dann als Ursachen in meine FMEA hinein. Und das sind dann genau diese Ursachen, die wir hier in dem FMEA-Formblatt sehen. Ein Blick in die Prozess-FMEA. Ich wechsle mal eben das Formblatt.
in die Prozess-FMEA. Ja, da habe ich das falsche Formblatt gewählt. Ich habe nämlich hier keinerlei Funktionsverknüpfungen gemacht. Gehen wir noch schnell in das PFMEA Form G und weisen nochmal neu zu hier. Das ist das beim ersten Mal nur einmalig nur machen. Ja, hier sehe ich also meine Prozessschritte für die Herstellung des Hydraulikzylinders. Ich sehe hier auch direkt meine Prozessmerkmale, Schnittgeschwindigkeit, Vorschub. Die brauche ich, die sind wichtig für das Drehen der Kolbenstange. Und ich habe hier meine Prozessfehler. Kolbenstange aus dem falschen Material hergestellt, Durchmesser falsch, Oberflächenrauheit falsch. So, das habe ich mir jetzt auch ausgedacht, ist natürlich bei weitem nicht vollständig. Und ich habe auch hier ein paar Ursachen. Das falsche Material, Nullpunkt, Einstellung falsch und so weiter. Und habe das auch hier ein bisschen bewertet. Hier habe ich jetzt die Spezifikationen. Ganz klar, das sind die Prozessparameter. Die habe ich jetzt hier in der Prozess-FMR stehen. Die könnten jetzt aber auch aus einem M-Element kommen, natürlich. Das ist von der Struktur her dann egal. Es muss nur der richtige Systemelementtyp sein, also Prozess oder Maschine. Das wäre mal die Datenbasis, mit der ich jetzt hier einsteige. Und jetzt möchte ich mal oben in den Prozess einsteigen, in den Design-BM-Prozess. Das heißt, ich bewege mich jetzt hier zurück in den Hydraulikzylinder, in das Design-Element. Und die Idee ist zu sagen, dort, wo ich eine FMEA erstelle, kann ich auch die Filterung besonderer Merkmale vornehmen. Das heißt, hier habe ich jetzt diese Datenbasis, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und jetzt gehe ich mal in das neue Methodenformblatt 1 Methods, besondere Merkmale und hier in das Formblatt Design BM. Und das sieht jetzt hier so aus. Das heißt, die gemeinsame Schnittmenge mit dem Systemelement, welches ich gewählt habe, also der Hydraulikzylinder, das wären die Funktionen. Das heißt, im ersten Schritt kann ich jetzt, stelle ich mir vor, dass eine Filterung von Funktionen sinnvoll ist. Also eine unbedeutende Funktion ja, deutet nicht auf besondere Merkmale hin, sondern hier geht es vielleicht um hohe Bedeutungswerte. Oder ich habe den Funktionen schon ein Attribut über den Filtercode, über die Klassenspalte zugewiesen. Und jetzt hier in dem Fall der Klicksicherheit, hier habe ich ein CF gesetzt für eine Critical Function. Dann könnte ich jetzt hier über die Filtermöglichkeiten im Formblatt diese Funktion filtern und könnte die anderen entsprechend ausfiltern. Ich möchte jetzt mal über die Bedeutung gehen. Das war so in meiner Erfahrung nach oft gemacht, dass man sagt, okay, alles ab Bedeutung 8 und größer wird, ja, deutet auf potenzielle besondere Merkmale hin. Drunter filtern wir aus. Da ist man aber frei in der Wahl. Das sind alles nur Möglichkeiten. Ich filtere jetzt mal diesen einen Sechser hier aus. Und Sie sehen, ich habe jetzt diese beiden Funktionen verbleibend, die ich jetzt analysieren möchte. Jetzt muss ich hier im Bereich aktueller Stand erstmal ermitteln, welche sind denn meine Merkmale. Und da wird es jetzt interessant. Die Merkmale, die liegen in der Datenbank. Ich habe die in meiner Design-FMEA angelegt. Vielleicht auf verschiedenen Ebenen, nicht im Hydraulikzylinder. Ich habe es vorhin gezeigt. Ich habe Merkmale in der Kolbenstange angelegt. Wenn ich jetzt hier über einen Doppelklick in die Spalte Merkmale gehe, dann öffnet sich dieses Fenster und bietet mir jetzt alle Merkmale an, die mit dieser Funktion Knicksicherheit gewährleisten verbunden sind. Das heißt, er schaut jetzt nach oben und nach unten in der Struktur und liefert mir sämtliche Merkmale, die ja in irgendeiner Form mit der Funktion Knicksicherheit gewährleisten verbunden sind. Er liefert jetzt hier genau die zwei, nämlich aus der Kolbenstange radiale Geometrien, den Durchmesser, und aus der Kolbenstange Materialeigenschaften, das Material. Die Idee wäre, dass das alles potenzielle besondere Merkmale sind. Deswegen haben wir hier den Select All Button gemacht. Und dass ich jetzt hier entsprechend übernehme. In dem Moment wird jetzt hier im aktuellen Stand der Merkmalsname mit Spezifikation und Toleranz übernommen und die eine eventuell vorhandene Klassifikation wird entsprechend auch angezeigt. Und Sie haben es gesehen vorhin, das Material, das hatte schon eine Klasse. Genau, jetzt kann ich weitergehen. Das wäre jetzt mal der aktuelle Stand. Jetzt kann ich weitergehen hier nach rechts in den Bereich der Entscheidung. Also die Frage ist jetzt hier,
Außendurchmesser Kolbenstange ist ein potenziell besonderes Merkmal aus Sicht der Funktion Knicksicherheit. Das gilt jetzt natürlich im Team zu diskutieren. Ja? Da müssen jetzt die Experten ran. Da ist vielleicht ein Blick in die FMEA ganz sinnvoll. Das können wir ja mal tun an der Stelle. Ich wechsle einfach in einen neuen Tab. Gehe nochmal kurz in die Risikoanalyse, in die Design-FMEA vom Hydraulikzylinder rein. Und schauen wir hier die Funktion Knicksicherheit an und wie das bewertet wurde. Und ich sehe hier Knicksicherheit wegen Durchmesser zu klein. Ich sehe hier Berechnung der Knicksicherheit gemäß Standard 4711. Auftretenswahrscheinlichkeit 1. Ich bin mir also sehr, sehr sicher und kann das entsprechend hier jetzt dokumentieren. Ich diskutiere das vielleicht mit dem Team. Ich könnte auch jetzt, ja, ich kann es hier einfach entsprechend dokumentieren. Ich schreibe jetzt einfach mal hier Knicksicherheit größer 10. Mehr will ich gar nicht schreiben an der Stelle. Hier ist natürlich wichtig, diese Begründung, die muss Hand und Fuß haben. Das ist jetzt die Argumentation, warum ich behaupte, ich kann hier einen Konstruktionsfilter setzen und diesem potenziell besonderen Merkmal, das ist ja ein potenzielles Sicherheitsmerkmal, keine Klasse zu vergeben. Also hier in diesem Feld, da spielt sich nachher ja, die Analyse ab. Wie gesagt, ich kann hier, wir haben hier extra so ein Rich-Textfeld verwendet, ich kann hier Aufzählungen machen, ich kann hier Links hinterlegen, ich kann alles Mögliche tun. Ich kann aber auch direkt einen Trace in die FMEA rüber machen, an die Stelle, wo ich dort die Begründung habe. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, sage ich übernehmen. Und sehe jetzt, es bleibt die aktuelle Klassifikation leer, weil natürlich wir keine vergeben haben. Es wurde keine neue Klassifikation vergeben. Und hier hinten in der Spalte Historie steht jetzt aber mit dem heutigen Datum, jetzige Uhrzeit, dass Wilhelm eine Entscheidung getroffen hat. Und wenn ich das nochmal lesen möchte, sehe ich hier, aha, Knicksicherheit größer 10. Ein Klick auf Historie, das mache ich später, bringt mich in das Historienformblatt, in die Übersicht. Aber das ist jetzt noch nicht so interessant. Gucken wir uns das zweite Merkmal an, Material. Ja, da steht schon ein CC, weil, wie so häufig der Kunde gesagt hat, das muss ein CC sein, Punkt. Und wenn der Kunde das sagt, dann bekommt der Kunde das. Und auch in dem VDA-Standard ist es das beschrieben, dass extern klassifizierte Merkmale ja wie so ein Bypass um die Filter darstellen. Also die werden nicht ausgefiltert. Ja. Das heißt, ich sage hier, das ist eine externe Klasse. Mein Tool schlägt mir hier einen Text vor, den kann ich aber auch noch editieren. Mein Tool schlägt mir hier auch die neue Klassifikation vor, die entspricht natürlich der alten. Ich könnte hier jetzt aber auch eine Übersetzung vornehmen. Also wenn der Kunde sagt, das ist ein CC, könnte ich sagen, das heißt bei mir aber BMS zum Beispiel. Und könnte das hier entsprechend kommentieren. Ich klicke auf Übernehmen und habe auch diese Entscheidung abgespeichert. Jetzt gehe ich weiter zur zweiten Funktion, schaue mir die Merkmale an und ich bekomme jetzt hier andere angeboten. Interessant hier zu erwähnen, die Leckagerate des Hydraulikzylinders, das ist ein Merkmal auf Baugruppenebene mit 0,1 Milliliter pro Tag. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber das ist also kein Einzelmerkmal, sondern wirklich ein Baugruppenmerkmal, welches natürlich auch hier mit reingezogen wird, weil es entsprechend funktionell in den Netzen verknüpft ist. Ich wähle wieder alle aus, möchte aber jetzt nicht alle durchgehen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, schauen wir das also an. Der Außendurchmesser Kolbenstange, den kennen wir doch schon. Die 82 plus minus 0,05, die haben wir gerade eben unter dem Aspekt Knicksicherheit ausgefiltert. Da haben wir gesagt, kein besonderes Merkmal, weil Knicksicherheit größer 10. Thema Leckagedichtheit sieht es aber jetzt vielleicht ein bisschen anders aus. Weil hier sagt der Konstrukteur, es ist ganz wichtig, dass diese Toleranz eingehalten wird. Wir können hier also nicht filtern. Das ist ein sensibles Merkmal. Schreibe ich jetzt einfach mal ganz, ganz kurz. Wie gesagt, die Begründungen, da sehe ich persönlich die Stelle, wo am meisten Hirnschmalz dann von den Anwendern reinfließen muss und kann. Gott sei Dank, das konnte man so noch nirgends dokumentieren bisher. Und jetzt entscheidet sich das Team hier eben doch für ein Merkmal, aber nicht für ein CC, sondern für ein SC-Merkmal.
Ich sage übernehmen und ich sehe, hier taucht ein neuer Historieneintrag auf. Ja, also der erste war mit der Knicksicherheit argumentiert, der zweite ist mit sensiblem Merkmal argumentiert und jetzt bekommt dieses Merkmal ein SC, dieses Merkmal ein SC zugewiesen. Und wenn ich jetzt hier rüber schaue, sehe ich, aktuelle Klassifikation ist ein SC, auch hier oben. Ich kann aber hier jederzeit auch nochmal sehen, dass warum hier oben entsprechend ausgefiltert wurde, also wie die Entscheidung hier in dem Fall getroffen wurde. Sollte ich mir es hier nochmal anders überlegen, ich mache mal kurz ein Beispiel und hier eben doch, achso, ja, sagen, nee, es ist doch kein robustes Design, ich möchte hier doch ein CC, dann merkt das Tool, hier ist was geändert und jetzt kann ich diese neue Entscheidung entweder übernehmen oder ich kann zurücksetzen auf den alten Wert. Also es ist so sichergestellt, dass ich immer den aktuellen Stand habe und über die Historie kann ich jederzeit nachlesen, wie die Entscheidung getroffen wurde. Gut, bei den, na, ich will noch eins machen. Ich will noch kurz ein Merkmal hier aufnehmen. Ich überspringe mal zwei Zeilen und nehme mal noch die Oberflächenhärte mit hier auf, dass wir noch ein weiteres Merkmal hier mal reinbekommen. Oder was machen wir? Die Oberflächenrauheit nehme ich mal noch mit auf und sage, das ist auch ein SC-Merkmal, weil, ja, ich kann einfach mal den Kommentar von hier oben auch kopieren, also auch das funktioniert und ich übernehme das. So, so viel darum von Designmerkmalen. Der Prozess ist abgeschlossen, Entwicklungsarbeit ist abgeschlossen, die Liste der besonderen Merkmale wird dem Lieferanten übergeben oder der Fertigung übergeben, das wird diskutiert. Da kann ich zum Beispiel dann entsprechend einfach die Historie mir vorstellen als Instrument, wo ich das Historiendokument jetzt hier sehe, wo die Merkmale aufgeführt sind, mit ihrer Entscheidung, mit der Klassifikation und entsprechend auch die Kommentare dokumentiert sind. Hier beim Außendurchmesser Kolbenstange sehen wir jetzt, aha, man hat sich jetzt auf ein SC geeinigt, zu guter Letzt, ja, weil ein sensibles Merkmal, vielleicht wäre es jetzt doch sinnvoll gewesen, hier ein bisschen mehr zu schreiben, Thema Leckagedichtheit, wobei ich kann es an der Funktion erkennen. Ja, also hinsichtlich Leckagedichtheit ist es ein sensibles Merkmal, hinsichtlich Sicherheit ist es ein robustes Merkmal, deswegen dieses SC. So kann ich hier in dieser Historie dann alles nachlesen und habe es gesammelt über die gesamte Struktur. Also die Merkmale werden hier aus der gesamten Designstruktur dargestellt. Genau die Merkmale eben, die ich in dem Formblatt Design BM behandelt habe. Gut, die Arbeit ist also erledigt und jetzt gehen wir in den Prozess. Prozess haben wir hier unten. Die Herstellung des Aufzugssystems. Und ja, ich würde jetzt hier ganz gern die Analyse für die Herstellung des Hydraulikzylinders machen. Das geht natürlich nicht im Design BM Formblatt. Wir haben es aber freigeschaltet auch für Prozesselemente, weil man weiß ja nie. Ja, deswegen funktioniert das jetzt. Wir wollen da alle Möglichkeiten offen halten. Aber wenn ich jetzt umschalte auf das Formblatt besondere Merkmale Prozess BM, dann sehen Sie, das Formblatt hat auch wieder aktueller Stand und Entscheidungsbereich. Und ja, ich habe hier Prozessname, Produktmerkmal, Prozessmerkmal in zwei separaten Spalten. Und wer von Ihnen mit Prozessflowchart und Kontrollplan arbeitet, der kennt diesen Aufbau vielleicht. Und der kennt auch diesen Knopf hier oben, der auf den Prozesskonfigurator leitet. Hier machen wir uns, nutzen wir jetzt den bewährten Prozesskonfigurator, der uns ermöglicht, eben einen Prozess zu konfigurieren und Produkt- und Prozessmerkmale sehr flexibel Prozessschritten zuzuordnen. Ich gehe also auf den Prozesskonfigurator, der öffnet jetzt in einem separaten Tab und ich schließe mal die anderen beiden Tabs hier. Und ja, ich will jetzt gar keine Schulung für den Prozesskonfigurator machen. Der ermöglicht mir jetzt hier Prozessschritte und Prozessmerkmale erstmal zuzuordnen. Ich fange mal mit den Prozessschritten an. Ich könnte jetzt diesen Prozess als Ganzes nehmen oder ich nehme jetzt hier die Teilfunktionen des Prozesses und sage, das sind doch Prozesselemente, die möchte ich jetzt hier mit aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal in meinem Prozess BM Formblatt, ich wechsle mal hier rüber, meine beiden Prozessschritte aufgenommen, Drehen der Kolbenstange, Schleifen der Kolbenstange. Und
kann jetzt im Prozess Konfigurator die Produktmerkmale zuordnen. Und da haben wir eine sehr schöne Sache. Ich habe hier einen Klassifikationsfilter. Ich kann also sagen, zeig mir mal bitte alle klassifizierten Merkmale an, weil die müssen ja laut Standard in die Betrachtung mit aufgenommen werden. Also wähle ich die einfach mal alle aus, die ich hier habe. Und ich finde hier die Verdächtigen, die ich vorher schon gesehen habe, mein Material, mein Außendurchmesser, meine Oberflächenrauheit. Das Tool schaut jetzt hier in der Struktur nach oben. Also das ist jetzt entsprechend der Logik, wie auch Kontrollpläne erstellt werden. Er findet ein Designelement und guckt in der Designstruktur, ob es Produktmerkmale gibt und bietet mir diese an. Und jetzt kann ich die hier entsprechend zuweisen. Also das Material ist ein wichtiger Parameter. Und das mache ich jetzt über die Zuordnung zum Prozess Flowchart, weise ich es jetzt gleichzeitig in unser neues Formblatt rein zu. Das heißt, die beiden sind entsprechend synchronisiert. Den Außendurchmesser, der wird hier beim Drehen erzeugt. Und die Oberflächenrauheit, die wird jetzt hier beim Schleifen erzeugt. So, ganz explizit weise ich diese Merkmale noch nicht dem Kontrollplan zu. Das wäre der zweite Schalter hier. Ja. Wenn ich jetzt also hier rüber schaue und einmal aktualisiere, dann tauchen jetzt diese Merkmale, diese Produktmerkmale, hier den Prozessschritten entsprechend zugeordnet in meinem Formblatt auf mit ihren aktuellen Spezifikationen, Toleranzen und Klassifikationen. Und ich sehe auch hier schon das Material als externes Merkmal, das als Hinweis an der Stelle. Oder als Information. Dann kann ich weitergehen, weil ich will jetzt nicht nur die Produktmerkmale hier in den Prozess einschleusen, sondern auch die Prozessmerkmale. Dazu nehme ich den Filter hier wieder raus und finde jetzt hier oben im Bereich der Prozessschritte meine Prozessparameter, die ich im Rahmen der Prozess-FMEA analysiert habe. Also Schnittgeschwindigkeit und Vorschub, die beiden, die waren wichtig beim Drehen der Kolbenstange. Und Korngröße, Schleifgeschwindigkeit und Vorschub. Ich sehe es ja auch hier, bei welcher Funktion die jeweils stehen. Die kann ich jetzt direkt hier dem Schleifen zuordnen. Und wenn ich jetzt in mein Prozess-BM-Formblatt reinschaue und aktualisiere, dann sehe ich also hier beim Drehen der Kolbenstange meine beiden Produktmerkmale und die beiden Prozessparameter Schnittgeschwindigkeit und Vorschub. Und mit Spezifikation und Toleranz und kann mich jetzt an die Arbeit machen, das hier weiter zu untersuchen. Ich habe also hier das Material, das ist extern klassifiziert. Das kann ich jetzt im Grunde so stehen lassen oder ich kann es auch nochmal von Prozessseite bestätigen. Die Möglichkeit habe ich. Wir haben die Möglichkeit auch hier weitergelassen. Einfach, wie ich vorhin schon mal sagte, weil es auch Unternehmen gibt, die sich eben nicht mit Design beschäftigen, aber mit externen Klassifikationen konfrontiert werden. Und ich kann das, wie ich vorhin sagte, auch hier bestätigen. Also dann sage ich jetzt hier noch, habe ich noch dazu, extern klassifiziertes Merkmal durch Prozessentwicklung bestätigt zum Beispiel. Dann habe ich das auch dokumentiert. Dann bleibt es also bei dem CC. Ich übernehme das. Der Schalter hier hinten wechselt auf grün. Ich habe also dieses Merkmal behandelt. Das ist also auch ein Signal, dass ich hier vollständig bin. Und ich gehe zum nächsten, zum Außendurchmesser der Kolbenstange. Und da hatte ich ja vorhin dieses SC. Ich kann es auch hier nochmal in den Kommentaren nachlesen. Und jetzt sagt aber ein Fertigungsexperte, ich habe hier einen robusten Prozess. Die Prozessfähigkeit ist nachgewiesen. Wir werden unter keinen Umständen hier was falsch machen. So stelle ich mir das jetzt zumindest vor. Also die Prozessfähigkeit nachgewiesen. Da bin ich jetzt kein Experte. Ich sage jetzt aber an der Stelle, das Ding ist ein robuster Prozess. Oder ich habe ein robustes Produktionskonzept, wie auch immer. Und deswegen vergebe ich hier keine Klasse. Ich filtere diese Klasse an der Stelle aus und sage übernehmen. Und habe jetzt hier eine dritte Entscheidung zu diesem Durchmesser getroffen. Ja. Damit der Prozess fähig ist, muss ich natürlich Schnittgeschwindigkeit und Vorschub einhalten. Also
werde ich bei denen vielleicht Klassifikationen erstellen. Moment, wo sind wir hier? Beim Drehen der Kolbenstange. Jetzt ist die Frage SC, CC. Ja, machen wir CC draus. Und ich kann auch mehrere gleichzeitig bearbeiten. Wenn ich versuche zu übernehmen ohne Kommentar, dann meckert das Tool. Wir haben also gesagt, ein Kommentar muss schon sein. Dann halte ich es kurz und sage, ja, das ist wichtig. Und übernehme. Und ich sehe also jetzt hier, wie der Prozessparameter zum CC wird, mit entsprechend diesem Kommentar. Und ich kopiere das einmal hier in den Vorschub und sage auch hier übernehmen. Und auch hier wird jetzt ein CC direkt übernommen. Und das CC ist jetzt wirklich dieser Spezifikation zugewiesen. Das heißt, ja, wir gehen davon aus, wenn ich diese Methode anwende, dass in der FMEA eben noch keine Klassen vergeben werden und dass das jetzt genau in diesem Schritt zwischen FMEA und, ja, ich sag mal, Kontrollplan entsprechend passiert. Genau, das ist mal der Durchlauf. Wenn ich jetzt also mal in die Historie reinschaue, dann kann ich die hier überall erreichen. Ich kann auch die Kommentare hier jederzeit direkt im Kontext dieses Formblattes hier nachlesen. Aber wenn ich jetzt die gesamte Geschichte sehen möchte, dann gehe ich auf das Historienformblatt. Das öffnet jetzt auch wieder auf einem separaten Tab. Springt auch genau in das Merkmal, bei dem ich es ausgewählt habe. Und jetzt sehe ich hier genau, was ich gemacht habe. Also ich habe hier das Material, das ist ein Produktmerkmal. Das wurde zweimal von CC zu CC geändert, also keine Änderung. Externe Klassifikation wurde einmal bestätigt im Rahmen der Design-BM, einmal im Rahmen der Prozess-BM. Datum, Uhrzeit, wer es gemacht hat, ist jetzt natürlich immer derselbe Name. Da stelle ich mir dann durchaus unterschiedliche Verantwortliche vor. Und entsprechend hier der Kommentar. Und hier dann auch noch einmal die Funktion, unter der es hier gefiltert wurde im Rahmen bei Design-BM, beziehungsweise der Prozessschritt, was Funktion oder auch Systemelement sein kann, gemäß unserer Logik. Auch ein Systemelement kann ja auch als Prozessschritt im Prozessablauf sein. Bei dem diese Entscheidung getroffen wurde. Damit also klar ist, es geht hier ums Drehen der Kolbenstange. Hier habe ich entschieden, dass dieses CC auf dem Material bleiben muss. Also da muss besondere Sorgfalt walten lassen. Und wenn wir uns den Außendurchmesser der Kolbenstange anschauen, ist immer sortiert vom aktuellen ins ältere. Da sehe ich, okay, die erste Entscheidung war, kein Merkmal zu vergeben im Design. Also da wurde der Designfilter angewendet. Sehen wir auch hier. Mit der Begründung Knicksicherheit, bei der Funktion Knicksicherheit. Die zweite Entscheidung war, dann doch ein SC zu vergeben aus Designsicht, weil es wichtig ist für das Thema Leckagedichtheit. Und letzten Endes hat dann im dritten Schritt der Prozess entschieden, dass es doch ein SC, Entschuldigung, keine Klasse bekommt, weil der Prozessfilter hier gegriffen hat. Prozessfähigkeit ist nachgewiesen. Hinsichtlich Drehen der Kolbenstange haben wir hier also keine Bedenken, dass wir diesen Außendurchmesser nicht schaffen. Ja, diese Liste ist natürlich dann die gehaltvoll, die beinhaltet einiges, kann entsprechend ausgegeben werden über alle möglichen Funktionen, auch über Output vorstellbar. Man kann sich vorstellen, eben nur den Designzustand an den Kunden zu geben. Diese Historie, die ist jetzt fest mit dem Merkmal verbunden. Das heißt, die ist auch nicht mehr editierbar, sodass man jederzeit nachvollziehen und sehen kann, was im Einzelnen passiert ist. Ja, und wenn ich diese Filterung jetzt im Prozess gemacht habe, dann ist es eigentlich ein ganz einfacher Schritt, dann noch weiterzugehen und in den Kontrollplan damit zu gehen. Da habe ich dann hier entsprechend, weil ich die Prozessschritte schon im Prozesskonfigurator zugeordnet habe, die Prozessschritte vorliegen. Ich kann wieder auf den Prozesskonfigurator gehen. Ich kann jetzt einfach sagen, zeig mir doch mal bitte alle klassifizierten Merkmale. Und ich kann diese klassifizierten Merkmale jetzt hier entsprechend in den Kontrollplan aufnehmen. Ich gehe wieder zurück in den Kontrollplan. Aktualisiere den Kontrollplan
und habe hier entsprechend schon ja, die Parameter zusammengezogen mit ihrer jeweiligen Klassifikation. Ich kann natürlich auch nicht klassifizierte Merkmale aufnehmen. Das brauche ich jetzt aber an der Stelle, denke ich, nicht zu zeigen. Und habe so quasi alle Daten von dem ersten Schritt, vom ersten Mal Aufnehmen einer solchen externen Klassifikation wie des Materials über die Design-FMR, über die Prozess-FMR hin bis in den Kontrollplan durchgängig aus einem Datenmodell bedient. Und was ich finde, was ich bis jetzt immer vermisst habe beim Arbeiten mit diesen Tools, das war die Möglichkeit, eine solche Begründung hier entsprechend zu hinterlegen und zu dokumentieren, warum habe ich mich für die Klassifikation oder gegen die Klassifikation in diesem oder jenem Fall entschieden. Und was man auch sehr schön sehen kann, es ist natürlich ich kann mich natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Prozesses unterschiedlich entscheiden. Und diese Möglichkeit, die sehen wir hier. Und ich habe über die Historie dann jederzeit einen Einblick und kann nachvollziehen, warum, wieso, weshalb. Und vielleicht auch gegebenenfalls nochmal eine Entscheidung ändern. Das würde einfach zum neuen Historieneintrag führen. Und die Flexibilität ist auch nach wie vor entsprechend da. Gut. Das war's im Grunde schon. Ganz kurz noch in die Präsentation rein, bevor ich noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen bleibt. Was sehen wir als Vorteile? Wir orientieren uns mit dem Vorgehen an der VDA-Systematik. Das ist also dann auch ein entsprechend anerkanntes und ein bewährtes Vorgehen. Wir haben, wie ich gerade hoffentlich zeigen konnte, alles in einem Tool und in einer Datenbank. Das heißt, es schreibt keiner irgendwelche Listen besonderer Merkmale und in Excel und vergisst dann eine Klasse oder eine Toleranz zu ändern oder ähnliches. Diese Dinge sind damit Geschichte. Wir haben keinerlei redundante Daten und eine saubere und, wie ich finde, nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidungen über besondere Merkmale. Und das ist aus meiner Sicht wirklich das Neue. Das habe ich in meiner Moderatorentätigkeit immer sehr vermisst und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass wir das haben. Ja, und zuletzt, wenn irgendwann später etwas ergänzt oder geändert werden muss, dann ist natürlich der Aufwand entsprechend gering, weil ich alles in einem Guss habe und ich muss wissen, wo ich hinfassen muss, aber dann kann ich sehr schnell und sehr schön diese Dinge nachvollziehbar und jederzeit dokumentiert ändern.